Hallo zusammen, herzlich willkommen und ja, zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed sind wir hier diesmal in der Gegenwart und anscheinend hat uns hier irgendjemand entdeckt. Wie läuft es? Schlecht. Nur lügt doch nicht, wir haben doch schon einen. Zwei. Und der liegt jetzt nicht mehr offensichtlich rum. Oha, haben wir hier einen Sandsturm? Ich muss es tun. Sie oder ich. Ja, das stimmt schon. Da hinten ist der letzte. Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt, nicht nur denen meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten, ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Weiter geht's, ha? Zurück in den Animus. Eieieiei, was wir hier so alles mitmachen und miterleben. Weil irgendwie tatsächlich bin ich immer noch nicht so ganz drin in dieser Geschichte in der Gegenwart. Wer das jetzt gerade eben war, blicke ich irgendwie überhaupt nicht richtig. Naja, da gibt es bestimmt Leute, die mich aufklären können, die entweder hier besser aufgepasst haben. Wenn es nach Helmut geht, ich besuche sie mal. Hast du das von Arthur gehört? Ich habe diese Scheißkerle getötet. Apollodorus muss davon erfahren. Auf nach Herakleion. Reichtum für alle? Reichtum gibt es nur... Warte mal, ich will mal gerade noch gucken, ob ich hier vielleicht noch einen Schnellspeicherpunkt habe, so einen Schnellreisepunkt. Ach, die hatte ich ja schon mal benutzt, ne? Nee, den nicht. Den auch nicht? Hatte ich nicht irgendwo schon mal einen? Den auch nicht? Ich glaube, irgendwo hier oben sind die nächsten. Hier müssen wir sowieso hin in die Richtung. Das heißt, dann können wir da kurz Halt machen. Auf halber Strecke. Und uns da den Schnellreisepunkt sichern. So, hier kann ich eigentlich auch eben durchschwimmen. Da brauche ich mir nicht noch extra ein Boot zu suchen. Das ist ja wirklich... schnell durchquert hier. Meine Güte, da musste ich ja die letzte Folge dann tatsächlich auch ziemlich schnell abbrechen, weil ich... Kennt ihr das auch? Ich meine, verschlucken und verschlucken oder husten ist eine Sache. Aber ich habe ab und an, ohne dass ich was gegessen habe, das fühlt sich an, als ob ich einen Sandkorn im Hals hätte. So extrem krass und da muss ich so husten. Wenn ich das dann noch versuche zu unterdrücken, dann geht's gar nicht mehr klar. So, da oben müssen wir hin. Da ist unser Schnellreisepunkt. So, rauf hier.
gucken jetzt hier als nächstes rauf. Da hatten wir schon schnelle Reisepunkte in schöneren Gegenden, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber Bayek macht immer so einen schönen Sprung. So, hier hinten war doch auch eben noch eine Quest, oder nicht? Raubtierangriff. Oh, dem können wir helfen, warte mal. Au. Wir vermöbeln dich, Krokodil. So. Ich habe jetzt hier aber auch gerade noch gar nichts wieder, was ich verbessern könnte, oder? Nee, momentan nicht. Ups, sorry. Da hinten müssen wir jetzt hin. Na komm mit. Los, Donner. Trag mich ans Ziel. Wir sprechen mit Hottefress. In... Ach, echt, Philadelphia? Habe ich eben ja nicht richtig aufgepasst. Meine Güte, jetzt sind wir auch schon fast Level 30. Level 40 ist ja hier das Maximum. Ich will doch überhaupt nicht zu euch. Meine Güte. Nehmt euch nicht immer so wichtig, denn so wichtig seid ihr nun wirklich nicht. Wir könnten aber rein theoretisch hier hochklettern und hier drüber hüpfen. Müssen wir nach oben? Ja, ne? Sieht so aus. Der Fall geht auf jeden Fall nach oben. Auf dem Balkon. Hottefress, was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Hottefress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß, ich weiß. Sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. In der Verzweiflung zerbricht die Ehe. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shatya tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shatya noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shatya liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Ich kann verstehen, dass ihm das sehr, sehr, sehr wehtun muss. Aber es bringt doch auch nichts deswegen, das Hier und Jetzt zu zerstören. Traurig, dass es so enden muss. Renut, schön dich zu sehen. Renut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich habe, was ich brauche. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst.
denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide, oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Mein Gatte, wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Du siehst das Verderben doch selbst. Es ist niemand da, der das Volk beschützt. Es ist noch nicht vorbei. Renaud hat es gemerkt. Sie hat sich nicht aufgegeben. Sie ist wieder da. Das ist wichtig. Mit dem müssen wir jetzt quatschen, der eben versucht hat, ihn zu erpressen. Ach, ich muss ihn doch platt machen? Damit habe ich nicht gerechnet. Sonst hätte ich doch ganz anders angegriffen hier. Mit dem bisschen Leben, was ich habe. Verdammt. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich doch nochmal zugehauen. Nächster Versuch. Das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Da bin ich zuversichtlich. Jetzt weiß ich ja, dass wir ihn eigentlich hätten umhauen müssen. Von daher... Oh, das ist ja ein schönes Feld hier. Bewegung! Warum haben wir diese ägyptische Kuh nicht getötet? Oh, keine Sorge. Der Kommandant hat etwas ganz Besonderes mit ihr vor. So. Tja. Was hast du hier bei? Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hutefress mehr. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Gut, dann auch zu Hutefress und gucken, ob er irgendwas mit diesem Abzeichen anzufangen weiß. Es ist jetzt zum Glück nicht weit. Du lebst? Sie wollten Renut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakia geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Renut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern. Aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit. Thank you.
Oh Mann. Man möchte helfen, kann es aber nicht wirklich. Es ist wahr. Die Soldaten waren nur der Anfang. Dieser Kommandant ist ein Problem. Wir brauchen mehr Informationen. Wie weit geht diese Korruption? Sie könnte bis in Ptolemäus' innersten Kreis reichen. Wir können keinem Phylakis trauen. Das schaffen wir nicht allein. Wir brauchen das Fayum. Die meisten Bauern schweigen aus Angst vor den Soldaten. Doch sie sind aufgebracht. Es wird nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich spreche mit dem Bauern, den der Hauptmann bedroht hat. Wir verbreiten das. Alles klar. Also, mit den Bauern sprechen. Das ist jetzt nicht weit weg. Oh. Donner ist aber weg. Ich bräuchte ihn jetzt nicht unbedingt, um dahin zu reiten. Es ist jetzt nicht so weit, aber ich nehme mein getreues Ross mal wieder mit. Ja, die Waffe, bislang hat sie uns wirklich gute Dienste erwiesen. Ich hoffe, ich gewöhne mich daran, weil ist an sich ist sie eigentlich echt nice. Okay, mit dem müssen wir reden. Seni, ich weiß, was Sie getan haben. Nebet Renut riskiert sehr viel. Ich weiß zu schätzen, was sie getan hat, aber es wird nichts ändern. Tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Ich muss eine Menge Feuer entzünden. Dann lass mich helfen. Wow. Gib den Weg frei! Was denn nicht mit dir dabei? Nein, aus in den Vorteil. Ups. Deine Feuer entzünden. Du gibst nicht auf, oder? Reh wird deine Felder fruchtbar. Oha, das war knapp. Bitte schön. Es wird Zeit, sich gegen die Soldaten zu erheben. Hotefriss kämpft mit euch. Hotefriss? Der hat uns doch längst aufgegeben. Sein Vater war ein guter Mann. Gab seinem Sohn einen ägyptischen Namen. Dafür haben wir ihn geliebt. Doch er konnte ihm kein ägyptisches Herz geben. Hotefriss bedeutet zufrieden in unserer Sprache. Doch das war er nie. Er überließ uns den Hyänen und Krokodilen. Doch Krokodile können besiegt werden. Der Hauptmann ist schon tot. Erhebe dich, Senni. Verbreite es. Du hast den Hauptmann getötet? Oh, du bist des Wahnsinns. Nun gut. Wenn ihr wirklich entschlossen seid, bin ich dabei. Ich sage es allen, Senni. Oh, schön. Kriegen wir jetzt hier so eine ganze Truppe zusammen? So ein Aufstand? Ja. Ah, das wäre ja richtig nice. Okay. Dann mal wieder zurück auf den Balkon. Ich nehme wieder den schnellsten Weg. Ich sollte nur vielleicht die Fackel mal weglegen. Ups, falsch. Warum auch immer ich die jetzt nicht weglegen konnte. Aber egal. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich meine, ich wusste, dass es Probleme gibt. Aber doch nicht so. Das ist meine Schuld. Ich wollte nie die Verantwortung für das Fayum. Ich wollte dieses Amt nicht erben. Ich wäre lieber auf meinem Schiff als Abenteurer. Und nun merke ich, ich lebe noch. Und aufgeben ist eine Entscheidung. Sie sind in der Villa. Geht nach hinten. Du, komm mit mir! Soldaten! Wo bist du? Oha, gut, der Kampf geht also weiter. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt in diesem spannenden Teil der Geschichte auch weiterhin dabei sein würdet und wir uns morgen an dieser Stelle wieder hören. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis morgen. Tschüss! Es ist schön, dass du wieder da bist, Bruder.